habe den Eindruck, dass die Stoßrichtung des Herrn weiterhin die Hingabe ist von uns, ihn anzubeten, uns ihm hinzugeben. Und nicht nur für den Moment, sondern für die Tage, die kommen. Der Herr hat mir ein Bild gezeigt. Halleluja, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich. Heilig bist du, Herr. In unseren Händen sind Gefäße, und wenn sie ganz geleert sind von uns selber, habe ich gesehen, wie eine Leiter da herunterkommt und Engel Gefäße von Gottes Reichtum seiner Herrlichkeit gefüllt bis oben hin bringen und jeden, der dann noch verlangt, das Gefäß voll schüttet, ausgießt aus seiner Herrlichkeit und überfüllt das herrliches Leben mit ihm und durch ihn. Halleluja. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei für jeden Einzelnen. Von uns ist der Weg frei. Geht den Weg, geht ihn. Geht den Weg, er ist frei. Der Weg ist frei. Doch in welche Richtung? Jesus' Ziel war, eine starke Braut zu haben. Seine Gemeinde. Der Weg ist frei für dich, in die Gemeinde zu gehen. Amen. In diesen kooperativen Körper, in die Freude von Jesus. Es sei dein Ziel, genau wie es unser Ziel ist, in Gemeinschaft den Herrn zu preisen. Eine starke, hübsche, gefestigte Braut zu sein. Fire.
Vater, ich danke dir jetzt einfach, dass wir auch Fehler machen dürfen, dass das nicht schlimm ist. Vater, und ich gebe das jetzt einfach ab an dich. Diese Last einfach während des ganzen Lobpreises schon, dass ich echt den Eindruck habe, dass du unheimlich traurig bist über all die Menschen, die dich und deinen Sohn kennengelernt haben, aber die sich abgewandt haben von dir aus Enttäuschung, auch nicht nur aus Enttäuschung oftmals von dir, sondern weil sie letztlich von den Menschen, in denen du wiedergeboren bist durch deinen Sohn, durch die du fließen solltest, enttäuscht und verletzt worden sind. Vater, und ich möchte einfach jetzt stellvertretend um Vergebung bitten, wo ich oder wo irgendeiner, der sich mir anschließen möchte, vielleicht falsch reagiert hat, ob das Jahre zurückliegt oder ob das im Jetzt war. Vater, und ich bitte dich noch viel, viel stärker und auch jetzt, wo du deinen Leib hier aufbaust, bitte ich dich für jedes einzelne Glied, dass deine Liebe, deine göttliche Liebe durch uns fließt und dass wir diese Liebe an all die Geschwister, die hier einkommen oder die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, wirklich weitergeben können, dass sie so fließen kann, deine Herzenswünsche, deine Gedanken über den Einzelnen, über die Geschwister oder auch über Menschen, die dich noch nicht kennen, dass wirklich das aus uns herausfließt, dass wir aufhören, über andere zu urteilen, sondern dass wir wirklich, wirklich vor dir stehen und sagen, Herr, was ist das, was ich diesem Menschen jetzt sagen kann, dieser Schwester, diesem Bruder, wie sieht dein Herz den Einzelnen? Vater, und ich bitte dich wirklich um Vergebung, wo nicht deine Liebe durch mich fließen konnte, wo nicht dein Wesen zum anderen durch mich fließen konnte, wo ich verurteilt habe, wo ich gerichtet habe, Geschwister. Vater, es tut mir aufrichtig leid und ich möchte jetzt einfach auch all die segnen, Vater, die weg sind von dir oder die denken, ach, wir machen unser eigenes Ding, Gemeinde, wir haben die Nase voll. Vater, ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, dass du in deiner Liebe sie zurückbringst, dass du ihre Herzen heilst, dass du ihnen aber auch zeigst, wo sie selber stehen und wer sie selber sind, dass du ihnen auch ihre Schwachheit zeigst. Vater, aber dass du ihnen zeigst, dass deine Liebe uns vereint. Deine Liebe vereint uns und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, über die Schwachheiten des anderen hinwegzusehen und einander aufzubauen, wirklich mit dem, was du in den Einzelnen hineingelegt hast. Ich lobe dich und ich preise dich dafür, Vater. Danke, du baust deine Braut, dein Leib. Danke, Vater. Amen. Vater, deine Liebe ist es, die uns vereint, alle, hier im Raum und außerhalb. Die Liebe, die du zu uns gehabt hast und die jetzt in uns weiterlebt. Und die soll hervorbrechen durch alle Regeln, Vorstellungen, falsche Überzeugungen, alles durch. So dass sie leuchtet. Das ist das Feuer, das alles schmilzt und eint. Bianca hat so einen unglaublich wichtigen Punkt angesprochen, dass wir Verletzungen, die uns andere zufügen, oft nicht von dir trennen können. Und ich bitte dich um Vergebung, wo immer ich das gemacht habe. Und ich möchte jetzt hier stellvertretend und wer sich einhängen mag, darf das tun. All jenen vergeben, die geistliche Führer hätten sein sollen und Verführer waren. Geschwister, die nicht wohlgesonnen waren. Einflüsterer. Ich möchte jetzt jedem Einzelnen
Vergebung von mir zu sprechen und dir im Namen Jesu von Nazareth vergeben. All dieses, was war und vielleicht sogar noch sein wird, soll nicht hindern, ein Leib zu sein. Weil Unvergebenheit hindert uns. Jesus, danke, dass du uns Vergebung gezeigt hast für unser Leben und dass du die Vergebung für uns erwirkt hast, Jesus. Was wären wir ohne dich? Danke, dass jeder jetzt in dem Bewusstsein gestärkt wird, dass er sich nie mehr über einen anderen erhebt, sich besser hält oder minderwertiger hält, sondern dass wir einander mit deinen Augen sehen. Ihn wachsen, den Christus in jedem anderen zu sehen, den Bruder so zu lieben, wie du ihn liebst und die Schwester so zu lieben, wie du sie liebst. Danke, Jesus, dass wir in dir Erbe sind, dieser unfassbaren, unbeschreiblichen und unendlichen Liebe. Der Herr spricht, jeder, der Buße tut, bekommt Vergebung. Jeder. Ohne Ausnahme. Das macht den Weg frei. Für jeden. Ich möchte nur einen Punkt ansprechen. Ich möchte auch wirklich Buße tun dafür, wo ich ungerechtfertigte und egoistische Erwartungen gestellt habe an Leitung. Geistliche Leitung oder weltliche Leitung. Aus Egoismus, aus Selbstbezogenheit. Weil meine Bedürfnisse jetzt gerade die wichtigsten der Welt waren. Ich bitte dich um Vergebung. Und jeden Einzelnen. Wo ich das gemacht habe. Buße ist nicht der ganze Weg. Buße bringt uns nur auf Plus minus Null. Nicht mehr zu verurteilen ist nicht der Weg ins Plus. Der Weg ins Plus ist, den Herrn zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele. Und es ist Tatsache, würden wir den Herrn lieben, könnten wir verzeihen. Würden wir den Herrn lieben, müssten wir nicht verurteilen und richten. Unser Hauptproblem ist, dass wir viel zu wenig Christus lieben, dass wir uns selbst, unseren Bedürfnisse viel mehr lieben als den Herrn. Und der Herr sucht Menschen, die ihn lieben. Das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn lieben, deinen Gott lieben, ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Gemüt. Der Herr fragt dich heute, kennst du mich überhaupt? Auch wenn du 20 Jahre schon Christ bist, kennst du mich überhaupt? Kennst du mein Herz? Weißt du überhaupt, wie sehr ich dich liebe? Lass dich von mir lieben und lieb du mich zurück. Dann fallen 1000 Probleme weg. Du bist der glücklichste Mensch. Warum sagst du so selten, ich liebe dich?
Warum sagst du so selten in der Gemeinschaft? Warum sprudelst du so wenig über mit Liebe zu mir? Warum bist du so trocken und dein Herz ist so kalt? Du brauchst nicht so sein. Gib dich mir hin und lass dich füllen von meiner Liebe. Herr, ich sage es dir viel zu selten, dass ich dich liebe. Wie soll jemandem sorgen, dass ich ihn liebe, wenn ich ihn so wenig kenne? Herr, ich kenne nur viel zu wenig, dass jede Phase meines Körpers auch verstanden hat, dass ich dich liebe. Mein Geist schreit jeden Tag, ich liebe dich, Vater, Abba, ich liebe dich. Mein Körper ist so groß und mein Geist nur so klein. Vater, ich würde nur mehr kennenlernen. Ich würde nur mehr kennenlernen. Und ich weiß, da gibt es eine Bedingung dafür. Ich kann mir dir erst voll und ganz hingeben. Wenn ich vor dir tritt und aus deinem Wort lerne, lese, und dein Wort in meinem Leben lebendig werden lass. So werde ich nur mehr und mehr kennenlernen. Heiliger Geist, bitte offenbare mir du nur Wege, wie es nur besser möglich ist. Wie es mir leichter fällt, dass ich all die Dinge, die Versuchungen, die jetzt gar nicht irgendwie negativ sein müssen, die mich beschäftigen, weil es meine Hobbys sind oder irgendwas anderes, wo es eigentlich gerade an der Zeit wäre, mich mit dir zu beschäftigen, Gott. Heiliger Geist, warne mich. Warne mich schneller, intensiver und effektiver als je zuvor. Denn Vater, ich will dich kennenlernen. Ich will dich wirklich kennenlernen. Keine Lauheit mehr. Ich muss Prioritäten setzen in meinem Leben. Ich muss Verantwortung übernehmen. Die größte Verantwortung, die ich in meinem Leben habe, ist, dass ich die finde. Weil du hast mich schon längst gefunden. Ich will die auch finden. Und ich will, dass alles in mir schreit, Vater, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich will mir dir hingeben. Vater, ich liebe dich. Amen. Jeschua, du hast mir kleine Freude gegeben in meinem Leben. Danke.
Gib den anderen, was ich habe. Aber noch überfließender vielleicht. So das Mal der Jubel. Von innen. Weil du groß bist. Herr, du hast uns das größte Geschenk gegeben. Und oft begreift man das nicht. Das größte Geschenk ist unser Leben selbst auf dieser Erde. Wir verfluchen es ab und zu. Wir hadern damit. Wir sagen ab und zu, warum? Und dieses Geschenk wirklich zu erkennen, dass wir leben dürfen, dass wir dieses Leben aus vollem Herzen bejahen dürfen, dass wir dieses Leben annehmen dürfen, aus der vollsten Brunst heraus, dass wir dieses Leben als Geschenk betrachten, nicht als Fluch, dass wir da sind, um dieses Leben auszukosten, dass wir in unserem Leben andere Menschen beschenken können, dass wir mit dem Wissen und der Erlösungswillen frei sind, und ein Leben führen dürfen in Freiheit, raus aus dem Gefängnis der Selbstverdammnis, der Selbstschuldzuweisung, raus aus dem sagen dürfen und nicht ja in der lauwarmen Suppe, ja zu diesem Leben sagen, trotzdem ja zu diesem Leben sagen, weil du Sieger bist, weil du uns befreit hast und weil du unser Herz geben hast, das was schlägt, jeden Tag. Und solange dieses Herz schlägt und solange ich atme auf dieser Welt, habe ich die Möglichkeit, deinen Willen zu tun. Amen. Herr Jesus, ich danke dir. Wunderbarster Herr Jesus, wir dürfen dich anschauen, jeden Tag neu. Denn deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und diese Gnade, diese unverdiente Liebe, gibt uns immer wieder neue Kraft, dass du durch uns fließen kannst und wir durch dich, nur durch dich, diese Gebenden werden können, die du so gerne sehen willst. Und ich bitte dich, mache mich noch mehr dir ähnlicher in diesem Geben, was du so gerne geben möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass du es bist, der in uns das vollbringen wird. Ich danke dir für diese Herrlichkeit, weil du uns in diesen Ausdruck, in deinen Ausdruck hineingenommen hast. Und wenn wir Ja sagen, dann freust du dich. Und diese Freude, Herr, ich sehe dich, du freust dich über uns. Und diese Freude möchte ich euch weitergeben, diese Freude am Herrn und im Herrn zu sein, ist unsere Kraft, ist unsere Stärke. Was anderes haben wir nicht. Halten wir fest an ihm und in ihm und durch ihn. Er ist unsere große Liebe und auch meine große Liebe. Und ich danke dir, Vater Gott, ich danke dir. Wie groß bist du und wie groß an Kraft ist dein Name, Herr Jesus Christus. Ich danke dir. Amen.
Nacht, wo Jesus verraten wurde, dann nahm er das Brot, dankte dem Vater, segnete es, brach es, sagte, das ist mein Körper, der für euch in Liebe hingegeben wird. Nehmt und esst alle davon und tut dies in liebevollem Gedenken an mich. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Kelch, er dankte dem Vater noch einmal und sagte, das ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut. Es wird vergossen zur Vergebung der Sünden. Nehmt und trinkt alle daraus und tut dies in liebevollem Gedenken an mich. Monika, darf ich dich bitten, dass du kommst und betest und uns dann Brot und Wein reichst. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr, die du ausgegossen hast in unser Herz, Herr. Und mit dieser Liebe berühren wir dich, mit dieser Liebe berühren wir einander, Herr. Danke, Herr, für dein Wort, Herr. Danke, Herr. Amen. Ich wollte noch mal kurz das erwähnen, dass Jeshua hat sich total zerbrechen lassen, völlig zerschmettern eigentlich am Kreuz, kaputt machen, gesagt, ich lasse mich zerbrechen wie ein Brot, damit ihr dafür gerettet werdet, damit ihr freikommt. Sein Blut ist praktisch so unsere Erlösung. Wir sind, o Herr, hier ist dein Leib zusammen, sind viele Glieder, doch sind alle eins. Wir teilen dein Leben, sind deine eigenen Glieder und sind so all im inneren Leben eins. Es ist dein Leib in diesem Weltenraum. Wir sind sein Ausdruck hier auf Erden. Wir sind vermengt hier eins an diesem Ort. Für all zu sehen, für all zu sehen, dass seine Brot ist deines Leibes Zeichen, gebrochen war's, dass jeder davon nimmt. Indem wir dieses Brot nun teilen essen, mit allen
erklären. Es ist dein Leib in diesem weiten Raum. Wir sind sein Haus, Druck hier auf Erd. Wir sind vermengt in eins an diesem Ort. Für all zu here.